Das neue Jahr ist noch keine 3 Tage alt und schon blickt unser Astrologe Dietmar Ammann auf die restlichen verbleibenden 362 Tage und wie sie werden. Wir haben einen Aszendenten Waage, der MC liegt in Krebs. Sonne haben wir natürlich Steinbock, ist ja klar, sonst wären wir ja nicht im Jänner. Durch das, dass wir einen Waage-Aszendenten haben, wird das Jahr eher etwas harmonisch verlaufen. Die kriegerischen Auseinandersetzungen werden sich im Rahmen halten. Erdbeben und Weltkatastrophen in dem Sinne wird Vorarlberg auf jeden Fall nicht betreffen. Was sicher etwas in der Nähe geschehen wird, ist, wie man sieht, Saturn befindet sich im Zeichen Jungfrau, Schweiz ist Jungfrau, da könnte es natürlich schon zu Kontroversen kommen. Wir hatten das ja schon, als Steinbock im Löwe steht, da waren auch Unruhen in Frankreich. Ich glaube jetzt nicht, dass zu sehr starke Unruhen in der Schweiz sein wird, aber das wird hier sicher zu Kontroversen kommen. Die Situation in Österreich ist so, meine Voraussage des letzten Jahres, dass sich die Partei bzw. die Koalition nicht halten wird, hat sich nicht bewahrheitet, aber man sieht, die Konstellation vom Bundeskanzler ist natürlich nach wie vor recht schwach. Seine Versprechungen sind nicht durchgehalten worden. Der Neptun auf seiner Sonne hält ihn immer noch schwach. Ich nehme an, dass dies das 2008 dann nach wie vor durchhalten wird. Wenn man von Naturkatastrophen redet, dürfte es eher in Erdbeben Dinge hineingehen, da Pluto einen Wechsel in den Steinbock hinein machen wird. Es wird da schon etwas rumpeln, sagen wir, wird aber auch nicht Vorarlberg betreffen, aber es wird eher Gebirge-Gegenden treffen. Ich nehme an, dass es vielleicht Himalaya-Gebiet sein wird, also eher hohe Gebirge, vielleicht auch Island. Hoffe, dass es nicht dort trifft, wo sehr viele Menschen sind, sondern eher abgelegene Gebirgsgegenden. Das 2008, dann möchte ich eher sagen, wird ein gutes Jahr, weil Jupiter, wie man hier sieht, läuft hier über den Nadir, also über den tiefsten Punkt des Horoskopes und steigt hier ins vierte Hoch, also auf, und bringt hier eigentlich mehr Gemeinsamkeit, also es wird mehr Menschlichkeit geben, es wird ein näheres Zusammenrücken, also ich bin überzeugt, dass es friedlicher wird und alte Formen brechen werden.